Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hurra, hurra! Der Gusta ist wieder da. Was diesmal im Karton ist, sehen wir nach dem Trailer. So, hier sind wir wieder. Und hier ist wieder die Degusta Box von 2020, März. Vielen Dank an die Firma Degusta. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so eine Box kaufen. Ich setze unten in die Beschreibung einen Link. Wir haben immer sehr gute, interessante Artikel. So, was haben wir diesmal? Wir hatten diesmal eine große Packung Köln-Müsli, 275 Gramm. So, Haferkissen mit Zimt, 66% Vollkorn. So, es wird geworben mit Vitamin B1, Eisen, Magnesium und Zink und Ballaststoffe. Ja, dann ist doch schon mal ein Frühstück gerettet. Cool. Was hätten wir noch? Das ist ziemlich gut eingepackt hier alles, wie immer. Joghetten. Ja, italienische Art. Ne, isländische Art. Sorry. Okay. Auch nicht schlecht. Schokolade geht immer. Einzigartig in der Rezeptur. Okay. Ja, cool. So, legen wir mal hier. Was haben wir hier noch? Ja, eigentlich so ein. Also, eine Gratisprobe. Okay. Eine Gratisprobe von einem Tee von Messner. Und zwar ist das hier ein Granatapfeltee. Ja, Granatapfel ist auch eine coole Sache. Abgesehen davon, dass Granatapfel sehr schwer zu essen ist. Also nicht zu essen, sondern auseinanderzunehmen ist. So, dann hätten wir hier Alpenvollmilch aus dem Allgäu. Ja, frisch gezapft. Nee, Quatsch. Naja, okay, Milch, 3,5% Fett, ja, ist cool, kann man natürlich mit dem Müsli in Verbindung setzen, hat man schon ein Frühstück, perfekt. So, was haben wir denn noch? Salz, Meersalz, ja, okay. Ist oben das Etikett kaputt gegangen. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Na gut. Sehr grobkörnig. Ja. Ja. Mal gespannt, wie es ist. Cool. Salz kann man immer gebrauchen. Sollte immer Salz im Brot zu Hause haben. So, was haben wir noch? Ah, Amadeus, nee, Mozart, Amadeus Mozart. Ja, wieder in, das sind wieder so Kekse. Die Firma macht normalerweise auch so kleine Blöcke, so als Keksform. Kennt man ja. Ja, gut, das ist jetzt hier mit, was ist das hier? Mandeln. Okay. Also diesmal viele süße Sachen. So. Glück. Glück brauchen wir doch alle mal, oder? In der heutigen Zeit brauchen wir alle ein bisschen Glück. Hier geht Glück im Glas. So, um was handelt es sich hier? Um eine Marmelade, klar. Eine Erdbeermarmelade. 70% Erdbeeren. Ja. Wie gesagt, wir können jetzt hier richtig frühstücken. Also erst haben wir Müsli, Milch, jetzt Marmelade, jetzt fehlt nur noch das Brot. Und vielleicht noch ein paar Eier. So. Oh, kommt hier. Okay. Hirtenkäse. So, ich komme mal ein bisschen näher. Hirtenkäse, ja, ist okay. Ist jetzt nicht mein Fall. Das ist aber für meine Frau. Weil ich mag so Hirtenkäse-Kram nicht. Ja. Oh, so, reichhaltig gefüllt, die Kiste. So, was haben wir hier? Ah,
Seht ihr? Perfekt. Die Marmelade ist da. Und nicht das Brot, zwar aber Brötchen. Also, wir können Müsli essen zum Frühstück, wir können Brötchen mit Marmelade essen. Ja, perfekt. Also das Frühstück ist schon mal gerettet. Ja, wir haben hier vier Schweizer Rührmehlbrötchen. Okay. So. Was haben wir denn noch hier? Ja, jetzt kommt noch Mittagessen. So, und zwar gibt es hier Instant-Suppe. Eine Bio-Instant-Suppe zum Anrühren. Ja, ist okay. Was ist hier drin? Lass mal kurz gucken. Ja, einfach nur Käsepulver, Hartgrieznudel. Ja, einfach so eine ganz normale Nudelsuppe mit ein bisschen Gemüse und Käse drin. Ja, cool. So. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Samenkörner für den Salat. Ist auch nicht schlecht. Kann man dann so einen schönen Salat machen. Jetzt wird es ja sowieso warm. Dann kann man sich schön zu Hause grillen. Schönen Salat, dann macht man sich hier die Körnchen rein. Ja, perfekt. So. Na. So, jetzt nochmal zweimal. Moment. Ja, und jetzt haben wir was. Und die ganze Krise, die wir jetzt haben, uns hat ein bisschen schön zu saufen. So, das ist hier so Spritzgetränke. Ja, okay, ist jetzt eher so Frauensache. Alles ja alles mit Weißwein. Jo, okay, vielleicht gibt es auch ein paar Männer, die sowas trinken. Ich trinke eher Whisky und Rum und sowas. Also wenn ihr mir eine Flasche Whisky schenken wollt, könnt ihr auch gerne machen. Oder eine Flasche Rum. Oder irgendwas Interessantes an Whisky oder Rum, was ich hier im Video testen soll. Könnt ihr gerne machen. Hätte ich voll Bock drauf. So. Was haben wir hier? Reiskräcker. Ja. Ja, mit Chili-Geschmack, denke ich mal. Ja. Chili und Sour Cream. Ja, ist auch ganz interessant. Können wir ja mal reingucken. Ja. Ja, sehr süß. Weil was praktisch ist an denen, fällt mir direkt wieder was dazu ein. Könnte man jetzt schön so einen Klecks Frischkäse und dann noch einen oben drauf, so einen Deckel so. Dann hat man so einen kleinen Snack so für Partys oder sowas. Mal probieren. Ist sehr, sehr lecker. Boah, die sind geil. Ja, haben wir noch was? Haben wir noch was? Ja, noch haben wir was. Haben da noch was. So. Diesmal nochmal Kerne. Diesmal Mais Paprika. Okay. Cool. Dann haben wir hier noch Cranberry und Haselnüsse. Auch noch so ein Tütchen. Ja, sehr interessante Box, muss ich sagen. Gefällt mir. Coole Sachen drin. Bin mal gespannt auf die nächste Box, die jetzt im April kommt, was da jetzt drin sein wird. Hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.